Clubprofis sind zurück am Pfalzner Weiher. Nach der Weihnachtspause und dem gestrigen Laktattest stand die Mannschaft heute das erste Mal im neuen Jahr wieder auf dem Rasen. Die Jungs sind alle gut gelaunt aus dem Urlaub oder aus den paar freien Tagen zurückgekommen. Und jetzt wissen wir alle, dass wir 4 Wochen Zeit haben, um gegen St. Pauli gut auf dem Platz zu stehen. Und jetzt geht es als Mannschaft defensiv, offensiv Dinge zu verbessern. Und da arbeiten wir jetzt im Mannschaftsverbund. Gerade an den Dingen, glaube ich, kann man jetzt gut arbeiten, wo man so ein bisschen Laborbedingungen hat, sage ich mal, wo man schauen kann, an welchen Stellschrauben man dreht. Aber ich glaube schon, dass es für uns wichtig sein muss, dass wir weiterhin diese Stabilität behalten. Und wie gesagt, vor allem wollen wir unser Offensivspiel verbessern, torgefährlicher werden und unseren Stürmern helfen, dass sie viele Tore schießen können. Am Samstag steht auch schon das erste Testspiel im neuen Jahr an. Mit dem FC Erzgebirge Aue kommt ein Drittligist an den Pfalzner Weiher. Es sind nur 4 Testspiele und eins mit 1860 Minuten haben wir schon hinter uns. Also von daher hoffe ich, dass wir da wichtige Erkenntnisse gewinnen, dass wir uns da weiterentwickeln, dass jeder seine Spielminuten nutzt, um sich zu zeigen. Am Tag danach reist die Mannschaft ins Trainingslager nach Belek, wo ebenfalls 2 weitere Testspiele auf dem Programm stehen. Knapp 14 Tage später ist dann auch schon das erste Pflichtspiel. Zu Hause im Max-Morlock-Stadion gegen den FC St. Pauli. Das ganze Auftragsprogramm ist knackig. Also egal, ob es dann das Derby ist oder ob es das Pokalspiel ist gegen Düsseldorf, das wir uns hart erarbeitet haben, da wollen wir weiterkommen. Und genauso geht es dann gegen Jan Regensburg weiter. Also ich glaube, die ersten Wochen sind sehr, sehr interessant und spannend. Und wie die laufen, umso schöner wird die Rückrunde. Das ist uns auch klar.